In der Zeitung stand nach dem 5-jährigen Jubiläum stand drin, dass das Kunsthaus eine Lücke schließt und wohl einen Spagat zwischen Kultur und Subkultur schließt. Für uns, für mich die Frage, was ist Kultur und was ist Subkultur? Und auch die Frage, wer bestimmt eigentlich, was Subkultur ist oder Kultur? Subkultur vielleicht, weil es anders ist, vielleicht ist es bunter, vielleicht ist es gar nicht so geschmückt. Eine Pilzkultur. Oder eine Pilzkultur. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn eigentlich Tant Nürnberg? Kennt jeder durch Spielwaren, Spielwarenmesse, die Burg, Drei im Weckler, Allmächt. Das Nürnbergerische oder das Fränkische ist sehr bekannt. Aber wenn man da mal ein bisschen tiefer einsteigt und dann mal nachschaut, dann findet man bei Tant so, Tant ist das Gebilde von Menschenhand. Ja? Also die einen sagen dann, was ist denn das, das braucht man gar nicht. Und auf der anderen Seite hört man dann auf einmal, das ist was von Menschenhand. Und das sieht man heute auch, die Ausstellung heißt Nürnberger Tant. Und das haben nicht irgendwelche Leute gemacht, sondern das haben Menschen gemacht, Künstler haben wir schon gehabt. Und am heutigen Abend sind es 14 Künstler, die hier die Ausstellung zusammengetragen haben. Und das Spannende ist, sind alles Männer. Wahnsinnig spannend. Ja, das ist wahnsinnig spannend.